Ich erlebe das Meer immer als eine Art Naturgewalt. Das Meer hat so viele Lebewesen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie viele es sind. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass wir nur ungefähr 5% aller Lebewesen überhaupt kennen oder wissenschaftlich beschreiben können. Und dennoch hat das Meer so eine große Bedeutung für den gesamten Planeten. Als Kind hat mir das schon auch Angst gemacht, aber es hat doch etwas Schönes, weil es die Welt in Unordnung gebracht hat. Ich bin Politikwissenschaftlerin und beschäftige mich mit internationalen Verhandlungen zum Schutz der Artenvielfalt im Meer. Ich glaube, ich bin die einzige in Österreich forschende Politikwissenschaftlerin, die sich mit dem Meer beschäftigt. In meiner Arbeit beobachte ich die Entstehung eines neuen UN-Abkommens zum Schutz der Artenvielfalt in internationalen Gewässern. Wenn es quasi festgelegt werden würde, dass die Artenvielfalt in den internationalen Gewässern allen gehört, dann könnten internationale Konzerne nicht mehr so einfach Patente auf die Artenvielfalt anmelden. Das heißt, es sind etliche rechtliche Fragen, die tatsächlich im Kern die Frage in sich tragen, wem die marine Biodiversität gehört und ja auch letztlich, wie man den Zugang reguliert. Während meiner Urlaube zieht es mich auch ans Meer. Gemeinsam mit meinem Mann habe ich schon zahlreiche Fernwanderungen hinter mir an Küstenpfaden in Europa. 400 bis 500 Kilometer in kleine Abschnitte geteilt. Das ist für mich ein perfekter Urlaub. Es gab ein sehr besonderes Erlebnis, das wir hatten vor 2 Jahren in Cornwall. Wir sind den ganzen Tag ohne sehr viele Menschen zu treffen gegangen. Dann hat es angefangen zu regnen und als der Regen aufhörte und alles ein wenig neblig war, wir standen mitten auf einer Klippe, sehe ich plötzlich eben einen Delfin, dann einen zweiten, einen dritten. Das war ein Naturwunder, würde ich nennen, dass wir so fast 20 Minuten lang beobachten konnten. Es war so ein atemberaubendes Erlebnis, dass ich immer wieder mir vor Augen führe, wenn ich schwierige Momente habe in meiner Arbeit oder wenn ich für Dinge keine Lösung finde. Ich habe oft Situationen, in der mein wissenschaftliches Denken nicht ausreicht oder an bestimmte Grenzen stößt. Ich spüre bestimmte Dinge, aber ich kann sie nicht artikulieren. Das Zeichnen, das Erschaffen neuer Welten ist für mich eine Erweiterung meines Denkens und hilft mir oft, mich auf die Dinge, die ich spüre, auf eine andere Art und Weise zu artikulieren. Eine Überlegung war tatsächlich, dass ich Künstlerin werde. Die zweite Überlegung war, dass ich Diplomatin werde. Aber ich glaube, dass das, was ich gerade tue, die Besten aller Welten miteinander vereint. Ich kann ja immer noch künstlerisch tätig sein. Ich bin Alice Vadrot und ich bin Politikwissenschaftlerin.